Einen wunderschönen guten Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge TPP Tribulus Big Pack. So, wir haben hier einiges gemacht. Erstes Mal ein bisschen anderes Aussehen. Das sind zwei Ressourcenpacks. Einmal das Faithful, seht ihr hier zum Beispiel am Stamm. Und hier Fanviewer, ne, von Zoatex. Muss gerade mal gucken. Ja, okay, gut, passt. Der Sonne, der... Die Sonne, die wird von dem, sag's mir, jetzt fällt mir das verdammtes, ach, Option, Ressourcenpacks, Faithful, habe ich an erste Stelle gesetzt und dann das, Tribulus, Zoatex, dann dahinter, deswegen gibt's dann hier so eine schöne Mischung und ich muss sagen, die gefällt mir richtig gut, die gefällt mir richtig gut. Teilweise ist es dann auch so, dass, ja, wie gesagt, ne, also hier die Stämme und hier Cobblestone zum Beispiel ist jetzt von Faithful und das hier ist es dann zum Beispiel von Zoatex. Und warum ich das Ganze gemacht habe, ist einfach hier, ich habe hier ein Beacon aufgestellt. Da ist ein schöner, ja, Goldblock, eine Goldblock-Pyramide unten drunter, so. Und damit ich eben hier dann eben auch alles sehe, habe ich eben das Faithful nochmal reingebracht. Weil ansonsten sieht man hier diese Teile nicht. So, gut. Das funktioniert soweit. Ich habe den eingestellt auf Regeneration und Resistance. Einmal hier, einmal hier. Ne? Man könnte auch Resistance 2 machen, aber ne, brauchen wir jetzt nicht. Das können wir vielleicht irgendwann mal machen, wenn wir gegen irgendwelche Viecher kämpfen. So, des Weiteren hat sich eigentlich nicht so viel getan. Ich habe... Ja, den Street Cleaver, den kennt ihr ja schon. Im Backpack habe ich noch das hier. Die kennt ihr ja auch schon. Werkzeug. Habe ich mir noch einen Enderium Hammer gemacht. Der hat, ja gut, im Moment nur zwei, wie sagt man, Modifier drauf. Genau, Dankeschön. Und zwar habe ich die zwei dann genutzt, um den laden zu können. Habe ich jetzt auch für diese Kobalt-Pickaxe gemacht. Da hatte ich noch einen frei und habe gestern noch einen zweiten hinbekommen. Ja, der sowieso. Ne, der nicht. Noch nicht. Dauert noch ein bisschen. Der ist mittlerweile Attack 25. Habe ich gestern noch eins dazu bekommen, wo ich da ein bisschen da rumgeballert habe. So. Ja, ansonsten hat sich nicht besonders viel getan. Keine neuen Bauwerke dazugekommen, ein paar Items dazugekommen. Ja gut, da hinten ein paar Diamanten und so. Aber darum soll es jetzt heute nicht gehen. Es soll heute um den Mod... Ja, das ist ja doof. Das, okay. Um den Mod Project Red Integration nicht. Transportation, genau. Um den soll es heute gehen. Und zwar hier... Item Responder Chip, Item Broadcaster Chip. Ich habe ja das letzte Mal schon angedeutet, dass wir hier hinten was gebaut haben. Und da habe ich jetzt schon mal ein paar Routed Interface Pipes hingesetzt. Und da eine Routed Junction. Und wenn ich da reinklicke, dann habe ich hier Platz für ein paar Items. So. Und ich habe auch noch ein paar Karten vorgecraftet. Item Responder und Item Broadcaster. Die könnten wir jetzt mal... Ja, wo fangen wir an? Ach komm, fangen wir einfach hier an. Das ist das Einfachste. So, ein... Achso, warte mal. Shift. Ja, genau. Itemfilter. Filter Blacklist empty. Referenz 0. Extract Orientation Default. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist Süden. Das ist Süden. So, jetzt sind sie alle konfiguriert. Müssen sie, ja genau, jetzt gehen sie auch rein. So. Da und da und da und da und da und da. 1, 2, 3, 4, 5. Und die letzte lasse ich mal weg, damit ich mich da besser orientieren kann, wo ich jetzt schon welche drin habe. Halt, ne, die nicht, die. So, und jetzt geht's daran, eben die Item Responder Chips zu konfigurieren. So, da können wir ja hier einen Filter einstellen und die Präferenz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So. Damit werden jetzt diese Karten belegt. Und zwar erstes Mal mit dem Dschungelholz. Gut, hätten wir das schon mal. Die kommt dann da unten rein. Du bist doch Dschungelholz, oder? Ah, das sieht man so schlecht. Dark Oak. Ah, okay, dann bist du Dschungelholz. So. Ah, da ist es doch, das Dark Oak. Ja, genau. So, Dark Oak. Komm mal dahin, genau. So, da kommt Dark Oak hin. Dann eine hierhin und danach kommt dann Oakwood. Oakwood. Ja, du bist Oakwood. Danach kommt das Brucewood. Oh Mann, ey. Das wird noch eine Arbeit, sag ich euch. Zack. Ne, Dark. Wo haben wir denn das Bruce? Haben wir gar nicht? Hä? Hab ich vergessen? Das Brucewood, ja. Anscheinend. So. Ach nee, da habe ich schon. Ah, okay. Dann habe ich da einen falschen. Ja, seht ihr? Hm, das kann schon mal ein bisschen was werden. So, warte mal. Du erstmal weg. Dann du her. Was hast denn du drin? Dark Oak. Du hast Dschungel. Stimmt das auch? Ja, das stimmt. Da müsste dann Oakwood sein. Ja. Und da dann. Genau, Sprucewood. Also wenn ihr hier in die Pipe reinklickt und dann mit der Shift-Taste auf die Item Responder Chip geht, dann seht ihr, was da drin ist. So, was haben wir denn da oben? Birch. Birch. Birke. So, einmal Birke. Danke. Na, komm. So, zack. Und zack. Wunderbar. So, dann geht es wieder weiter runter. Halt. Eine. Ja, vielleicht geht es sogar so. So, dann brauchen wir einmal Birke. So, das kommt da rein. Nee, klappt nicht so. Okay, gut, dann eben nicht. Dann brauchen wir Sprucewood. Das da. So. Ich glaube, die Musik ist auch etwas laut. So, vielleicht etwas besser. Was haben wir denn jetzt? Wir haben das Spruce, wir haben braunen Oak. So. Oakwood Planks, da. Okay. Und dann haben wir Dschungel und Dark Oak. Sehr gut. Na, nee. Machen wir es mal so. Oak. Dschungel. Und einmal Dark Oak habe ich nicht. Okay. Dark Oak. Ah, okay, geht nicht. Hehehe, super. Ach, warte mal. Ich habe doch einen Lock in der Tasche, ne? Ja, genau. So, okay. Dann machen wir dich zum Dark Oak. Genau. So. Du dann da rein und du da rein. So, den Rest mache ich dann irgendwann mal off-cam. So, jetzt erstmal... Jetzt erstmal wieder das ganze Zeugs da rein. Wobei, nee, das lasse ich jetzt einfach mal im Inventar. Wird jetzt ein bisschen tricky. Naja, okay, gut. So, das ganze System wird jetzt noch verbunden. Und zwar... Kratz, kratz, kratz. Wo? Wo wird es verbunden? Was ist denn da drin? Da könnte man eigentlich die Crafting Station hinmachen. Genau, machen wir das auch so. Erstmal hier alles weg. Wir können auch mal da reingucken. Hallo. So. Ja, komm, bis hierhin geht's. So. Dann, ist eigentlich ein bisschen wenig, ne? Warte mal. Warte mal. Kriegen wir hier? Verdammt. Verdammt.
Wie mache ich denn das hier am geschicktesten? Weil ich hätte auch gern eine Kiste, die das Zeug dann zurückbringt. Obwohl können wir dann... Ja, doch, machen wir so. Machen wir so, genau. Okay, dann gehen wir hier runter. Ja. So, ich hoffe, das klappt. So, mal auf J gucken, wo wir sind. Ja. Okay, das bringt nicht viel. Okay, ich muss mich mal hier angucken, wo wir hin müssen. Am besten, ja gut, das müsste ja... Ja, das ist doch die Flucht, ne? Ja, fast. Die Flucht. Bis hierhin. So. Na, also geht doch. So, gut, jetzt brauche ich noch ein paar Junction Pipes. Ja. Ich hoffe, dass es Junction Pipes sind. Ne, das sind die Routed Interface Pipes, glaube ich. Warte mal. Routed Junction. Routed Interface. Na, Item Transport Pipes reichen auch vollkommen. Mein Gott. So. Die kommen dann da runter. Eine dahin, genau. So, jetzt muss ich nochmal gucken, dass ich dann hier das wieder mit Erde auffülle. Das Schöne an dem System ist, man braucht keine Energie dafür. Na. Also wirklich gar keine Energie. Ah, okay, gut, das passt. Zack. Wunderbar. So, wunderbar. So, hier kommt dann noch so ein Steinchen hin. So, zack, gut, wunderbar. Schon wieder wunderbar, ne? So, jetzt brauchen wir eine Routed Request Pipe. Und zwar, das ist diese hier. Die wird mit einer Routed Junction, zwei Diamanten und ein bisschen Redstone hergestellt. Eine Routed Junction. Bisschen Redstone. Nein, das war einer zu viel. So. Das packe ich dann schon mal hier rein. Zack. Zack, zack. Und dann hole ich mir noch zwei Diamanten. So, eins, zwei. Was wir dann mit der machen können, das ist, sollte eigentlich klar sein. Dass Requesten über diese Pipe ist ein bisschen umständlich, aber es funktioniert einwandfrei. So. Bam, 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 bam. Machen wir so. Und dann dichter dran. Aber wenn ich jetzt da draufklicke, müssten wir... Jawohl. Wir sehen jetzt hier genau das, was schon für mit diesem Broadcaster-Chip hergestellt ist. Und die Responder-Chips, die sortieren das dann automatisch dort ein. So, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ja, komm, gib mir mal 8 Oakwood. Submit. So, und? Wie lange dauert's? Nicht so lange. Sehr schön. So, dann bräuchte ich mir bloß noch einen Chest, wo wir dann das Zeug dann wieder zurückbringen können. So, kriege ich dich? Ah, das war super. Digga, das war super. Na, komm her. So. Bis dahin. Dahin. Und dahin. Hier könnten wir eigentlich... Genau, machen wir das so. Und so. Und ich muss jetzt hier nochmal so einen Abgang machen. Damit ich hier an diese Pipe komme. Genau. Und hier muss dann noch eine andere Pipe hin. Und zwar, weil da ein Abknick ist, müsste da eine Routed Junction hin. So. Warum? Das erkläre ich gleich. So, ach komm. Dankeschön. Die Routed Junction Pipes, wenn wir hier irgendwo irgendwelche Abknicke haben. Die weiß dann ganz genau, wo das Zeug ist, weil die dann mit dem System kommuniziert. So, halt, nee, ich muss jetzt hier erstmal noch... Oh, Mann, ey, die Taschen total voll. So, zack, zack,
Zack, zack. Da kommt noch nicht die Chest hin, aber da oben. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? Ja, super. Das habe ich ja gut gemacht. Komme ich jetzt? Nee, komme ich immer noch nicht. So, aber jetzt. Hahaha. Schnippchen geschlagen. So, zack, zack. So, dann brauchen wir hier noch eine Routed Interface Pipe. Eine Routed Interface Pipe und dann einen Extracted Chip. Habe ich den schon? Ja, klasse. Super. So. Die kommen dann dahin. Da die Karte rein. Und hier dann die... Ah, obwohl. Nee, müssen wir noch mal ein weiter vor. Okay, Per. Nein. Och. Echt jetzt? Warum bist du jetzt da runtergefallen, hä? Ach so, ja, weil ich voll... Moment, haben wir gleich. Was habe ich hier? Werkzeug? Ja, okay. Komm, das kann man weg. So, gut. Dann. Da, 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 da. Und dann brauchen wir noch eine. Und nur noch eine. Ja, komisch, dass sie jetzt so komisch angezeigt wird. Hm, seltsam. So, das dahin und dann den Extractor-Chip rein. So, wunderbar. Dann können wir dann hier noch eine Chest hinpacken. Machen dann hier erstmal dicht. So. Und so, genau. Und dann könnten wir uns eigentlich auch gleich noch eine Dingens craften. Sowas. Zack. Die stellen wir dann oben auf die Kiste drauf. So. Und somit haben wir dann auch Zugriff hier auf die Kiste. So. Und wenn ich jetzt das Zeug wieder zurückhaben möchte, mache ich das einfach so. Das Brustwurz sollte eventuell auch schon gehen. Und ja, weg ist es. So. Wir haben jetzt hier 8 Oakwood. Was haben wir denn da drin? Oak? Da Oak. 3 x 64 plus 6. Das heißt, wenn die 8 dann drin sind, dann müsste da plus 14 drin stehen. So, weg mit. Und? 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 Ja, plus 14. Super. Ah, das müssen wir dann halt noch mit den restlichen Pipes machen. Aber wir können jetzt... Ja, wir können das jetzt schon mal anfordern. Ja, gut. Ich werd das jetzt erstmal alles wieder zurückpacken. Was bist denn du? Ah, du bist das. Du bist das. Und du bist das. Habe ich noch irgendwas? Nö. Wir sind Erde. Ja. Gut. Die Erde kann ja auch weg. Zack. Und Salz. Wo habe ich denn das Salz hin? Ach, da hinten. Guck mal hier. Da ist Salz. Hm. Den Rest packe ich jetzt mal da rein. Zack, 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 zack. Ah, den Slab. Der kommt da rein. Ah, da haben wir sogar noch 8. Okay, gut. Die Kisten da rein. Ah, diesen, ich weiß noch nicht genau, aber ich packe es jetzt erstmal da rein. So, und da dann die Steinchen noch rein. Und fertig ist das jetzt erstmal. Gut. Ja, gut. Autocrafting. Gibt es ja auch noch so eine... Na, wo ist sie denn? Da. Item Crafting Chip. Brauchen wir hier ein bisschen Zeugsen. Aber da kommen wir dann das nächste Mal dazu. Würde ich sagen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Gehabt euch wohl. Haut rein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss.